Die Nachteile von Schamanismus im Vergleich zur Hypnose. Verstehe mich bitte nicht falsch, ich selbst bin auch ein Anhänger vom Schamanismus, wie du da im Hintergrund sehen kannst. Da haben wir den Indianer, den Ayahuasca-Schamanen und dementsprechend bin ich jetzt kein Mensch, der kategorisch jegliche Form von Schamanismus ablehnt. Aber es gibt einige Schwächen im Schamanismus, die ich bei Hypnose nicht sehe. Und in diesem Video werde ich dir erklären, weshalb ich bei der Hypnose geblieben bin und niemals so diesen ganz entscheidenden Schritt in den Bereich von Schamanismus getan habe. Das Hauptproblem im Schamanismus ist nach meiner Auffassung, dass dem Ganzen häufig die Klarheit fehlt und dass sich viele Glaubenssysteme und Annahmen da hineinzwängeln und dann letztendlich etwas ergeben, was halt eben nicht mehr wirklich klar ist. Du hast also kein Wasserglas mehr vor dir, wo das Wasser klar ist, sondern du hast eine gewisse Trübung und die Trübung kommt von bestimmten Annahmen, die mit reingeflossen sind in das schamanische Arbeiten. Dazu ein kleiner Ausflug in die Botanik. Und zwar habe ich mal ein Buch gelesen von Christian Rätsch. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ich glaube, es ging um Ayahuasca oder um Pflanzenmedizin generell. Und dann wurde nochmal, ging es um White Sage. Und dann wurde beschrieben, dass Sage heißt ja Salbei in der Übersetzung vom Englischen ins Deutsche. Das hat aber letztendlich im ursprünglichen Sinn, ist Sage eine andere Pflanze. Also Sage, es kann auch noch eine andere Pflanze sein und wurde ursprünglich zum Räuchern im Bereich von schamanischen Ritualen verwandt. Und es war halt eben nicht der Salbei, sondern es war eine botanisch andere Art. Da aber Reisende unterwegs gewesen sind und dann halt immer gehört haben, ja, das ist Sage, dann haben sie das in die Heimat mitgebracht und seitdem haben die Leute dann im Westen angefangen, mit Salbei zu räuchern, weil die Übersetzung falsch gewesen ist und die Pflanze, die eigentlich gemeint war, gar nicht mehr verwandt wurde. Und so setzen sich gewisse Fehler fort. Natürlich räuchern wir bei unseren Retreats auch mit Salbei, es funktioniert auch, aber da sieht man, dass sozusagen auch so kleine Anfangsfehler dazu führen, dass letztendlich sich etwas entwickelt, was gar nicht mehr dem Ursprung des Schamanismus entsprochen hat. Es entwickelt sich gewissermaßen ein westlicher Schamanismus, bei dem dann das richtig ist, von dem man ausgeht, dass es richtig ist. Und hier in diesem Fall sieht man, dass allein schon die falsche Übersetzung, weil ein botanischer Begriff nicht richtig erfasst wurde, eine ganz andere Pflanze zum Räuchern verwendet wird, bei uns im Regelfall, als es dann im Amazonas-Regengebiet der Fall ist. Und das Problem setzt sich leider fort, darin, dass vielfach wir versuchen, Heilungsprozesse zu erklären. Und letztendlich ist Heilung etwas, was man in der Tiefe häufig gar nicht ganz genau erklären kann, wo aber der Geist versucht, sich Erklärungsmodelle zurechtzulegen. Und wenn Personen, sage ich mal, selbst vielleicht ungeklärt sind, unreflektiert sind, dann bringen sie sehr viel von eigenem Gedankengut mit rein in Heilungsprozesse und versuchen, diese Heilungsprozesse in irgendeiner Form zu erklären. Und wenn das letztendlich halt eben nicht geprägt ist von der deutlichen Klarheit des Anwenders von Schamanismus, dann kommen da Glaubenssätze mit rein, dass man irgendwelche Stellen jetzt irgendwie, dass manche Stellen energetisch nicht gut sind zum Heilen und dass manche Mineralien nicht im Haus sein dürfen und dass dies und das. Und dann wird es so unglaublich kompliziert, weil die Glaubenssysteme und die Fehlannahmen von Menschen hineinfließen in die schamanische Anwendung und am Ende man sich quasi im Kreis dreht und unglaublich viele Dinge beachten muss, die aber letztendlich geistige Hirngespinste von bestimmten Personen gewesen sind, die sich einfach in einer Reihe von Lehren fortgesetzt haben. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, dass ich Schamanismus auch kritisch sehe und wo er für viele Menschen auch nicht mehr gut annehmbar ist. Das ist auch nochmal ein sehr entscheidender Punkt, dass wenn jetzt Patienten oder Klienten generell Hilfe in Anspruch nehmen wollen in der westlichen Welt, dass manche vielleicht sehr offen für Schamanismus sind und auch dafür offen sind, dass jemand vielleicht ein bisschen esoterischer gekleidet ist und vielleicht auch selber Substanzen einnimmt. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Patienten und Klienten in Deutschland, denen das schon so über das Normalmaß hinausgeht. Die sagen, damit kann ich jetzt nicht mehr so richtig was anfangen. Ich bin eigentlich einfach nur hier bei Ihnen, weil ich jetzt Hilfe suche, weil meine Tochter verstorben ist, weil mein Mann verstorben ist, weil ich meinen Job verloren habe oder weil ich immer wieder in toxische Partnerschaften reinkomme.
Und dann sitzt jemand vor mir mit Federschmuck und 1000 Kettchen und räuchert und riecht seltsam. Und das ist dann quasi ein bisschen too much für den normalen Mitteleuropäer, weil es so das bei weitem übersteigt, also sich so weit differenziert von der Welt, in der er normalerweise lebt. Klar wird es immer so sein, dass sich manche Menschen auch davon extrem angezogen fühlen, gerade Gegner der westlichen Medizin, die damit halt gar nichts anfangen können, vielleicht auch schon traumatische Erfahrungen in Krankenhäusern und mit Ärzten gemacht haben, habe ich selbst alles in meiner Praxis gesehen. Solche Menschen wiederum können sich dann sehr angezogen fühlen von schamanischen Arten und Weisen, weil die sagen, ja, meine Erfahrungen im Krankenhaus oder mit speziellen Ärzten sind so schlecht gewesen, dass ich mich jetzt einer ganz anderen Form der Heilung zuwende. Ist alles nachvollziehbar, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn wir in Anführungszeichen zu schamanisch, zu spirituell auftreten, dass auch viele Menschen, denen wir vielleicht helfen könnten, denen wir gute Hilfe anbieten könnten, einfach zu uns nicht kommen, weil die sagen, oh, das ist mir jetzt einfach eine Nummer zu abgefahren, das ist einfach ein bisschen too much für mich. Also das kann im Bereich von Spiritualität der Fall sein, das kann auch im Bereich von Schamanismus der Fall sein, dass so eine gewisse Bodenständigkeit mit dabei sein darf und vielen Menschen hilft. Bei mir war das früher so, dass ich in meiner Praxis auch immer so ganz akribisch versucht habe, jede Minute der Sitzung zu nutzen, weil ich immer gedacht habe, ja, meine Behandlungen, die kosten so viel Geld, also hat der Patient auch das Anrecht, bis zur allerletzten Minute eine hervorragende Leistung zu bekommen. Und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, die letzten Minuten der Sitzung Smalltalk-artig zu verbringen. Also nicht mehr so streng therapeutisch zu arbeiten, sondern ein bisschen lockerer zu werden. Und vorher habe ich ja gedacht, dass die Patienten mir vielleicht schwere Vorwürfe machen würden deswegen, dass ich ihr Geld verschwende, ihre Zeit verschwende. Und da wiederum habe ich festgestellt, dass die Menschen das sehr positiv aufgenommen haben und dass häufig auch da nochmal so eine gewisse zwischenmenschliche Bindung entstanden ist, weil mein Patient halt eben verstanden hat, okay, das ist jetzt nicht nur der Arzt, der Hypnosen durchführt, das ist ja auch irgendwie ein ganz normaler Mensch, der hat auch Kinder, der hat auch Alltagsprobleme und mit dem kann man auch normalen Smalltalk machen. Also das wiederum hat zur Bindung beigetragen, dass es auch dann einen Teil von der Hypnosesitzung gab, der sehr bodenständig und sehr normal gewesen ist. Und das wiederum kann fehlen im Schamanismus, wenn halt eben der ganze Behandlungskontext zu abgefahren ist, dann kann der letztendlich auch etwas erschreckend wirken. Auf der anderen Seite, hier ein kleiner Vorteil, kann ein gewisses spezielles Setting, also wo es einen spezifischen Geruch gibt, wo alles so ein bisschen mystisch ist und speziell ist und sich abhebt von einem normalen Gebäude zum Beispiel, sehr stark dazu beitragen, dass der Patient in so einen gewissen Modus reinkommt und sagt, oh, okay, das ist irgendwie so ein bisschen anders als das, was ich bisher kennengelernt habe, was wiederum auch Heilkräfte aktiviert. Also, wir merken, Schamanismus ist immer auch ein zweischneidiges Schwert. Ich persönlich bevorzuge die Hypnose, weil wir bei der Hypnose keine Substanz verwenden müssen. Wir arbeiten mit einem sehr klaren Patienten und die Hypnose ist auch befreit von sehr vielen Verzerrungen, die so im Schamanismus leider im Laufe der Jahre und Jahrzehnte mit hineingeflossen sind. Wenn du Hypnose lernen möchtest, auflösende Hypnose lernen möchtest, um deinen Patienten dabei zu helfen, belastende Gefühle loszuwerden, psychische Erkrankungen zu heilen oder im Coaching psychische Probleme zu überwinden, dann trage dich sehr gern ein für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir zeigen dir genau, wie du auflösende Hypnose bei dir in deinem Business anwenden kannst und wie du wirklich tiefgreifende Transformationen und Heilungen mit meinem Verfahren erreichen kannst.